Die schillernde Kreatur, bekannt als Nasus, kam aus einer fernen Welt, in der er als Teil eines riesigen und gelehrten Reiches diente, zur Liga. Dort war er eine angesehene und erleuchtete Person, die zum Bewahrer der großen Bibliothek bestimmt wurde. Außerdem entstammte er einem tierhaften Volk, das als Herrscher und Beschützer der normalen Bewohner fungierte. Leider gab es andere seiner Art, die glaubten, sie seien mehr als nur Bewahrer. Sie waren der egoistischen Vorstellung anheimgefallen, sie hätten sich zu Göttern erhoben. In Nasus Welt lauerte der Krieg hinter jeder Ecke, da diese verblendeten anderen danach trachteten, die normalen Leute zu versklaven und eine totalitäre Herrschaft zu errichten. Mitten in einer hitzigen Schlacht, als Nasus gerade seinen verräterischen Bruder Renekton erschlagen wollte, wurde er nach Runeterra gerufen. Zunächst erbost darüber, dass er hinfortgerissen wurde, als er gerade dabei war, den Feinden seines Volkes einen herben Rückstoß zu versetzen, obsiegte Nasus hochentwickelter Intellekt, als er die Gnadengesuche der Beschwörer hörte. Er erfuhr, dass es auch Runeterra seine eigene Art der Ungerechtigkeit hatte. Diese Gefahr war nicht weniger bedrohlich als jene, die er zu Hause bekämpft hatte, und man brauchte Champions, um die Menschen dieser Welt zu schützen. Dem Ruf folgend entschied sich Nasus, seinen Platz in der Liga der Legenden einzunehmen, wohl wissend, dass seine Brüder und Schwestern den Kampf in seiner Heimat weiterführen würden. Heute ist er der Bewahrer des Sandes, der sich in den zerfallenen Ruinen der Shurima-Wüste am wohlsten fühlt. Doch erreichten vor kurzem beunruhigende Nachrichten die Ohren des Bewahrers. Gerüchte, sein Bruder wäre nicht zurückgelassen worden. Wäre dies der Fall, würde die Zerstörung Renektons schnell zum Hauptaugenmerk Nasus, bevor auch diese Welt den Gefahren der gespaltenen Zunge seines Bruders und dessen unstillbarem Machtstreben ausgesetzt wird.